Guten Morgen miteinander, guten Morgen zusammen. Wir haben Tag 2 der F3F-Weltmeisterschaft 2018 auf Rügen. Erstmal besten Dank für die Kommentare auf Facebook, auf dem F3F Swiss Pilots Blog oder wo auch immer zu den Videos. Ein paar Worte mal kurz dazu. Ich filme da mit einem Amateur-Equipment auf dem Platz, also es hat halt auch einige Nebengeräusche, ich glaube nicht, dass ich das so wegkriege. Ich gebe mein Bestes mal. Dann, wie gesagt, kann ich da hier einfach auf dem Platz was aufnehmen und euch ein paar Eindrücke zeigen. Ich werde heute auch mal ein paar Flüge mitverfolgen und mitkommentieren, dass auch F3F-Neulinge oder die das nicht so kennen, mal überhaupt sehen, um was es geht. Das ist mal so der Plan für heute. Wir haben zurzeit eher schwache Bedingungen, es reicht aber, um reglementsgerecht zu fliegen. Also circa 4, 5 bis 6 Meter sind jetzt angesagt, die Zeiten entsprechend hoch, so um die 68, 70 rum wird zurzeit geflogen. Es sind etwa 6 Piloten sind schon durch. Wir erhoffen uns natürlich noch etwas stärkeren Wind, dass wir da auch möglichst viele Runden hinkriegen und dass alles etwas ausgeglichen wird. Ja, wir kämpfen noch mal uns nach vorne. Wir Schweizer haben noch Luft nach oben. Ich denke, die Österreicher sind schon ganz vorne an der Spitze zurzeit. Wir werden sehen, was heute dieser Tag bringt. Bis dann. Tschüss miteinander.